Der Fernzug, der hier zum Einsatz kommt, muss die Decke noch einigen, die schwerer wird, je weiter das man zieht. Und das wird eigentlich das dünnes Gewicht, wo sich die Decke noch einigen, gegen vorne verschiebt. Antrieb von der vorderen Achse, von beiden, von Bremswagen, verschiebt sich da das Gewicht. Traktor kommt hier langsam in Balance, und der Traktor kämpft sich da wie gut 80 Meter. Zentimeter für Zentimeter vorwärts. Und hier stimmt mal los. Es ist kein Führungsgewicht auf der Vorderachse. Der Aura darf man in dieser Kategorie ja nicht zuschalten. Rambio Marco Schüne mit dem John Deere 2030, 2040 Baron. Er hat Topurat, normale Acherbereifung montiert und probiert hier den Bremswagen so weit wie möglich zu ziehen. 60 Meter sind geschafft. Und Wenger Christian aus Alterswil. Ein wunderschönes Fahrzeug, perfekt weggemacht, großbereit und nach wie vor ideal unterwegs. Er hat ordentlich Gewicht vorgeheizt. Der Adrian Schmid aus Schwarzenburg ist unterwegs mit John Deere in 30-30. Ein wunderschönes Fahrzeug, das sich hier auf den Weg macht. Ein Riesenrad hat er montiert mit ordentlich Grundgewicht. Hat er genug für den Keim? Verzahnen sich die Rad genug mit dem Boden hier auf 900 Meter oben. Wir dürfen gespannt sein, was er in der Katze ist. Unterwegs ist der Peter Michel aus Zell mit dem MF 328. Michaela, Topurat mit scharfen Zähnen dran. Mit einer Vorwärtsbewegung, wo man bei 80 Metern absolut keine Schlupf aufweist. Heck vom Traktor nicht hoch. Der Rad ist kötti stolzig. Und der Traktor kann den dann sogar über 90 Meter ziehen. Spektakulär unterwegs hier im Port vom Hauser Reto aus Rodersdorf. Er zieht sich hier auf 92 Meter höher. Weil je weiter oben das man anheichen könnte, desto stotziger ist die Kette und desto mehr Gewicht kann man vom Bremswagen auf Traktor hinterachse übertragen. 50 cm ist aber das Limit. Und jetzt muss man nur schauen, dass die 50 cm auch während dem Ziehen möglichst hoch gehalten werden und möglichst nachher dann gehalten werden. Umso mehr Gewicht kann man vom Bremswagen auf Traktor hinterachse übertragen. Eben gerade, wenn man heute ein bisschen horizontal kann. Unterwegs sitzt der Bürger Beat Junior mit dem Ford 48-30. Er hat ganz klar zu wenig Gewicht vorne und der Traktor stimmt im Rennen auf. Ja, das Motor muss schon bei ihm arbeiten hier. Die Touren gehen zurück. Das Motor mit ihm die Pneu hier schön, dass er den Bodenschluss herbekommt. Das ganz klar ein Vorteil, wenn man die Auflagefläche erhöhen kann. Jetzt in diesem Fall auf einer relativ harten Bahn, behaupte ich, wäre ein bisschen mehr Luft innen. Sicher förderlich. Der Fahrzeug ist an den Berg. Dort ist der Wer kein T-Shirt hat und vielleicht das verliert hat in den letzten zwei Tagen, dann kann sich so ein wunderschönes T-Shirt hier an posten. Jetzt unterwegs mit dem Busch Matthias von Issach, mit dem 1490 David Brown. Der Motor muss merken, es rückt im Vorderachs auf, die Tour werden kleiner. Jetzt unterwegs hier führt Patrick von Leiken, er nimmt 600 fort. Wunderschön, Zweck macht der Traktor, aber auch er hat zu wenig Gewicht auf den Vorderachs. Für den immens Gewicht, und er mit seinem wunderschönen Konkurrenz kann machen. Es geht hier wohl gegen den Vorwärts. So lernt man, das Hinten, das andere besser zu machen. Und hier im Pulling ist ganz klar das Ziel, mitzumachen, aber Track
Tiere, die wirklich von vorne hören und die alles probieren. Ebenfalls probiert das ein wunderschönes M von Janik Hetter aus Rietbeherzig. Namentlich sind das Trachtengruppen Zimmerwald, wo bereits seit 21 Jahren hier dabei ist, die Schützengesellschaft, die Paare gemacht gestern, EAC Schwarzenburg, die auf dem Camping ist. Eintreten werden von den Unihockeylerinnen, von den Lions aus St. Zivil bewerkstelligen und eben noch diverse Teams von den Dragon und Momo aus der Region Thun. Also in ein ganz grosses Merci. Also in zwei Zügen kommen wir bereits zur Siegerehrung. Ich darf deren Damen binden, sich langsam und sicher zu machen. Ebenfalls bitte darf ich das Siegerehrungsfahrzeug, dass wir hier für bereit sind. Das, wie gesagt, haben wir in zwei Zügen. Mit dem 988er stehen natürlich ein wunderschönes Fahrzeug, das da zum Einsatz kommt. Und aber hier arge Bedrängnis vor Leistung. Er lässt sich hier ankommen. Und das sieht relativ gut aus. Jawohl, das hat die Siegerin in dieser 5 Tonnen Standardklasse. Aber sie wollte jetzt natürlich auch noch zeigen, wie weit ist der Hürlimann kommt hier mit dem Stechen. Ob das noch einmal wird länger für ganz, ganz hingere. Er muss sich jetzt da geschlagen geben, der Hürlimann. Aber Alex mit seinem Johnnelli zieht hier das Siegerehrungsfahrzeug. Gratulation an den drei Sieger, Michaela Huwile, Stampfli Roger und Mark Huserbaum. Sie haben einen spannenden Wettkampfsieg in dieser 4 Tonnen Klasse. Und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Kategorie.